Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Final Fantasy Explorers. So, im letzten Part haben wir ja den blauen Drachen des Fürchten gelernt und in diesem Part werden wir... ja, erstmal schauen, nee, Subquests, da kann ich nichts machen. Werden wir den Feuer-Djinn Ifrit herausfordern. Alleine. So wie es sich gehört. Mal sehen, werde ich überleben? Abilities konnte ich ja im letzten Part, soweit ich weiß, nicht auswählen. Ich habe jetzt zwei Kameraden, wo ich mitnehmen kann auf meine epische Quest. Ich habe leider nicht genug Geld, um mir noch einen zu machen. Also wird schon hinaus. Wird schon klappen. Manage Monsters. Ich habe beide mit drinne. Poison Breath. Klingt schon mal nicht scheiße. Ja, ich bin fertig. Und wir embarken. So, und zwar will ich eigentlich nach dahin. Zu den Futils. Und es kann sein, dass man meine Katzen auch wieder mal nebenbei hört, denn sie hatten gerade Essen und sind ein bisschen am Rumspinnen. Seid ihr beide Dunkelheit oder was heißt das? Naja, egal. Sterbt. Sterbt. Kämpft doch mal mit. Puh. Toll. Bin vergiftet. Ihr werdet jetzt aber nicht bei dem schon sterben, oder? Also ich will das jetzt nicht runter machen, aber ich glaube, diese beiden werden mir nur als als Damage-Abfang dienen bei Ifrit. Das ist ja katastrophal. Ich sollte aber so viele Gegner wie es geht platt machen, damit der Carnage-Faktor die Zauber aufpowert. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wenn nämlich mein Eiszauber dann 3000 Schaden macht, bin ich echt gut dabei. Woher habe ich denn meine höhere Abwehr? Hat die irgendeiner von denen auf mich gezaubert? Ha. Komm mal her, Fledermaus. Wie weit reicht denn mein Feuerball? Hat nicht ausgereicht, aber ich habe noch einen Atmalit. Die Atmaliten kann ich echt gut verkaufen. Mache ich, denke ich mal, auch beim nächsten Mal. Wobei, wenn ich alle Berufe haben will, dann muss ich erstmal ein paar Monster weiterzüchten. Aber dafür habe ich jetzt nicht das Geld. Das ist alleine dann doch ein bisschen schwerer, als ich dachte. Blind, Poison und die, naja. Ja gut, Poison wird mir wahrscheinlich bei Ifrit sogar was bringen. Bloß den Eidolons, wie sie hier heißen, Statusveränderungen zuzufügen, ist auch nicht so einfach. Hä? Ich dachte, ich muss hier unten rein. Bin ich jetzt doof? Ach so. Ja, ich bin doof. Wie immer. Als ob sich da jemals was dran ändern würde. Kann ich mich eigentlich heilen? Ach so, ich habe ja Drain. Ich sollte öfters drainen. Eine Drainage. So. Gewöhnt euch mal an dieses Höhlensystem. Das ist das Einzige, was eigentlich überall gleich aussieht. Drain braucht ziemlich viel. Ja, habe ich eigentlich schon eine Chocobo-Seele einsammeln können? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, ist das herrlich. Töten wir ein paar Geflügelviecher. Okay, ich bin ehrlich gesagt doch ein bisschen froh drum, dass ich Carnage Factor in alle reingebaut habe. Ich war ja immer noch so ein bisschen... Oh, ich glaube, das fehlt mir noch. Nee, hat mir nicht gefehlt, scheiße. Ich war immer noch so ein bisschen am Zweifeln, ob mir dieser Carnage Factor tatsächlich was bringt. Aber wenn ich halt wirklich pro Zauber bei Ifrit dann so 200 Schaden mehr mache, ist das, denke ich mal, schon einiges wert. Ich muss hier nur ein paar mehr Items finden. Diese Subdued Crystal, wie sie heißen, die brauche ich öfters. Die werde ich öfters brauchen. Also generell überall. Also mir ist in meinem anderen Spielstand aufgefallen, wenn man was braucht, dann ist es eigentlich immer in den Höhlen. Zumindest für die Magier. Für die Magier ist wirklich fast alles immer nur in den Höhlen drin.
Zählt dieser Carnage-Factor nur für die Zauber, die ich... Nee, es zählt insgesamt für die Gegner, die ich platt gemacht habe. Hoffe ich, Mithril haben wir gefunden, liebe Freunde. Das ist doch mal nice. So, also der Carnage-Factor bringt bei meinem Eiszauber, denke ich mal, schon was, oder? 1800 klingt jetzt nicht scheiße, ne? Super. Ich lasse meine Monster gerne zurück. Sie haben sich geportet hinter mich. Das ist ja nützlich. Unrealistisch, aber nützlich. Hallo, Chocobo. Warte, ich mach erst klar. So, das fehlt mir noch. Jawohl. Sehr schön. Das müssen wir. Ich glaube, wir werden auf diesem Abenteuer öfters Crystal Search einsetzen können. Gegen Ifrit auf jeden Fall. So, wir sind jetzt Area 3. Ja. Also oben rechts seht ihr in dem Fall, dass wir uns in Area 3 befinden. Nicht in Area 51. Da kann ich eigentlich schon mal vorweg sagen, jeder dieser Abschnitte, bevor man so einen Eidolon bekämpft, als Bestia, ich bleib lieber bei dem Wort, sind immer drei Abschnitte, die man durchspielen muss, bevor man zu dem hinkommt. Es sind immer drei, deswegen kann man das ganz gut abpassen, indem man sich vorher dann nochmal vielleicht heilt, ein bisschen bufft und dann kann man eben draufhauen wie ein Geistesgestörter und muss nicht erst stundenlang um sein Leben fürchten. Okay, das ist schon mal ganz okay. So, ja. Wie man merkt, die KI ist jetzt nicht die klügste, aber es ist mir lieber, als wenn sie sterben würden. Puff. Stirbt Chippo. Schon wieder ein Crystal Search. Und Slash Affinity, kann ich das überhaupt schon als... Jawoll! Also bei mir kommt es am... Also ihr solltet wirklich zusehen, dass ihr diese... Wow, 500 extra Schaden. Heilige Kacke. Heilige Kacke, es ist ja... Ja gut, dann mache ich das jetzt auf Blizzard. Zack, und jetzt müsste es Blizzard ja eigentlich auch haben. Also naja, bin du gut vorbereitet. Von den Zaubern kann es... Poison kann Slash haben? Blind kann Slash haben? Nee, da kommt dann irgendein anderer Effekt rein. Es gibt ja auch, ich nenne es mal jetzt Ability-Mutationen. Das ist, was ich schon festgestellt habe, wo ich Hyperspeed gemacht habe. Und da nicht Hast in meiner Barriere drin war, sondern eben... Na, wie heißt das denn? Bin ich jetzt doof? Cooldown! So, ist euch viel zu früh gewirkt. So, und jetzt geht's los, liebe Freunde. Jetzt geht's los. Oh, dieser Kampf wird ewig dauern. Eine atemberaubende Zwischensequenz. Können wir uns schon bewegen? Da ist unser aller Liebling, Ifrit! Juhu! Und meine Barriere ist weg. Ja, geil! Meine Barriere ist weg. So, man sieht, er hat Aggro auf mich gezogen. Was schon mal echt schlecht ist. Hui! Als Magier steht nicht in seiner Front. Das kann ich euch sagen. Defense Void? Klingt schon mal nicht schlecht. Alles mit Defense ist gut. Okay, man kann übrigens mehrere Sachen von ihm anvisieren. In dem Fall ist es irgendwie nur der Kopf und das bringt mir nichts, weil er... Ah, jetzt nimmt er Schaden. Weil er tatsächlich vorher keinen Schaden genommen hat und ich muss tatsächlich zwischendurch Drainagen dann mal angreifen. Was, die sind platt? Ich bin ja nicht mal... Oh. Wenn ihr das seht, dann weicht auf jeden Fall aus, sonst seid ihr hinüber. Oh, meine Drainage. Wow. Also Leute, ihr müsst da auch mit ein bisschen Sinn und Verstand arbeiten, ne? Ja, los. Spezialangriff. Hab ich's geschafft? Oh, nein, ich hab's falsch gedrückt. Er ist platt. Scheiße, jetzt wollte ich seine Spezialattacke einsetzen. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht.
Ich werde tatsächlich Items einsetzen müssen, sonst bin ich platt. Ice Affinity. Ice Affinity. Chaka! Ja! Oh mein Gott! Wie viele Glück kann ich denn eigentlich haben? Wie geil ist das denn? Oh oh, oh oh. Ich hab. Jetzt könnte ich Drainage einsetzen und habe jetzt keine Magie mehr, keine AP mehr dafür. Kannst du mal bitte Aggro auf mein Monster ziehen? Shit, ich hab. Weißt du, jetzt schaue ich einmal runter. Okay. Dann Drainagen wir mal wieder. Bitte lass mich Ruhe, bitte lass mich Ruhe. Centurion, was machst du? Fuck! Ja, dagegen kann man schlecht was machen. Kann ich wieder Drainagen? Nee, kann ich nicht. Das ist schlecht. Ja, ich habe einen Teil seiner Ausrüstung zerstört. Darauf müsst ihr nämlich zwischendurch auch achten, dass ihr seine Ausrüstung kaputt macht. Ah, der Kampf ist gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt so die Vermutung. Hyper Recovery, mache ich jetzt einfach mal. Dass mein Lizard nicht mehr wiederbelebt werden kann. Lass du mich mal bitte Ruhe. Ich würde gerne in Ruhe meine Barrier wirken, wenn ich genug AP hätte. Geil. Ey, er lebt ja noch. Mein Centurion lebt noch. Ah, komm schon. Hast, hast, hast. Nee, kein Hast. Aber ich hab Regener. Ich hab Regener? Wie geil ist das denn? Oh. Ja. Gut. Keines meiner Monster lebt. Zwischendurch angreifen, füllt die AP nämlich etwas schneller auf. Ich habe echt Glück, dass Ifrit nicht der Schnellste ist. Ja, ne? Water Affinity, Strike Affinity, es bringt mir eigentlich. Habe ich Water Affinity schon gehabt? Ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja, komm, zieh es Aggro auf dich, zieh es Aggro auf dich. Oh, der hat mich erwischt. Sauerei. So. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Viel Leben hat er nämlich nicht mehr. Oh, die kann mich nämlich stunnen. Abgesehen davon, dass sie mich auch verbrennt und allem mit dem Scheiß. Oh, hat mich das verfehlt oder nicht? Oh, Scheiße. Gut, dann. Achso, ich hätte ja auch zwischendurch ein Poison. Ja, das Problem ist, es trifft zu selten das Poison. Die ganze Mist. Leute, lebt ihr noch? Ja, da lebt definitiv noch einer. Jetzt bist du platt, jetzt bist du platt, jetzt bist du platt. Ja! Wuhu! Ich hab Feuer mit Feuer bekämpft! Hm, aber der Kampf ging schneller, als ich erwartet habe. Hä? Wo liegt seine Ausrüstung? Hab ich die? Nein, die habe ich nicht eingesammelt. Scheiße. Weißt du, wenn man zu mehreren spielt, dann sagen sie... Sammeln nicht immer die Items ein. Und jetzt weiß ich... Ja, scheiße, was? Jetzt ist das Item nämlich weg. Warum? Oder habe ich es doch eingesammelt? Oder können das meine Monster auch einsammeln? Such doch mal. Ich hoffe, ich hab's. Weil die Ausrüstung platt zu machen, wenn man alleine spielt, ist schon schwer genug. Oracle. Ist das Orichalcum? Holy shit! Ist das... Ach so, musste ich das vielleicht questbedingt sammeln? Ja, das kann gut sein.
Vermute ich jetzt mal ganz stark, dass ich das questbedingt sammeln musste. Oh, Zentaurien. Wow, die können doch mehr als ein Level steigen. Alles klar. Nur von 1 auf 2. Achso, wahrscheinlich, weil er so oft gestorben ist. Oder es richtet sich danach, wie viele Techniken sie einsetzen und wie gut sie mir helfen. Das könnte natürlich auch sein. Oder der Lizard braucht einfach mehr Erfahrungspunkte. Das kann auch sein. Explorer. Explorer! Boah, du hast es geschafft, Ifrit zu erschlagen. Ich meine, zu verstecken. Ich wusste, dass du es kannst. Du hast nun genug Fähigkeiten oder du bist fähig genug für die. Ach so. Wenn du dazu in der Lage bist, sind die Quests, die du bisher getan hast, wahrscheinlich zu einfach für dich. Ich sage Marie, dass sie dich ein paar Höher-Level-Quests annehmen lassen soll. Nun, ich weiß, du bist gerade frisch vom Kampf mit Ifrit zurück, aber es warten noch mehr Bestia darauf, ihr Gesicht zu zeigen. Ich wette darum, dass einige in der Stadt mehr darüber wissen. Warum fragst du nicht ein bisschen rum? Ja, super. Ja, geil. Zuckereil. Zuckereil. Hallo. So. So. Ja. Ich bin Fierti, ein Ritter der orthodoxen Kirche oder irgendwie sowas. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. In einem Tag hat ein. Oh nein. Ein Mitglied unserer Kirche eine neue Bestie in den Wäldern gesehen. Es schwächt seine Opfer mit Gift und isst sie dann lebend. Oh, lecker, cool. Wie kann so eine böse Bestie erlaubt sein zu leben? Lasst es uns besiegen. Bitte leiht uns eure Kraft. Wir nähern uns mit dem Mut an diese Bestie. Wenn wir uns mit dem Mut annähern, ist diese Bestie kein großer Gegner. Die Auserwählten werden dich beschützen. Klingt ja schon mal ganz geil. Hallo. Hello! Ey, du bist es! Ich habe da eine Geschichte gehört, die du interessant finden dürftest. Ich war beim Strand, als ich einen Untergrundweg entdeckt habe. Es führte zu einem Monster, ganz in Eis eingedeckt, was ich gerne Eiskönigin nennen würde. Es war zum Fürchten, weißt du, aber wunderschön. Ich habe erst später herausgefunden, dass es eine Bestie war. Ich war alleine, also bin ich natürlich mit eingezogenem Schwanz rausgerannt. Ich wette, sie ist ein hervorragender Gegner, wenn du sie bekämpfst. Pass auf ihre Eisattacken auf. Du kannst nicht wirklich gut dich bewegen, wenn du tiefgefroren bist. Ja, wuhu, ist das toll. So, was sagt die mir da oben? Hallo? Aber. Surama, es ist doch ein Kerl. Dieses Seufzen war definitiv von einem Kerl. Okay. Ah, wieso treffen wir uns wieder? Und was für unter Umständen? Ich sehe, du hast also Ifrit besiegt und wirst noch mehr Bestia herausfordern. Aber Bestia sind unsterbliche Geschöpfe. Du magst sie besiegen, aber sie werden jedes Mal zurückkehren. Und du willst trotzdem dein Leben riskieren, um sie zu bekämpfen und um die Kristalle zu erhalten. Ich verstehe. Das ist also ein Erkunder. Ein Explorer. Solltest du gegen Ramu kämpfen, pass auf seine Blitze auf. Er wird auch als der Donnerweise bezeichnet. Und seine Blitzschläge schlachten alle, die sich ihm gegenüberstellen. Menschenleben sind so begrenzt. Sei vorsichtig. Wuhu, ich kann jetzt auch Ramu herausfordern. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Workshop Schematics hat sich nichts geupdatet, was ich echt schade finde. Was wird uns jetzt Mary noch erzählen? Quest Options. Ach so, ich kann jetzt Begrenzungen auswählen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach mal die nächste Quest für mich an. Das ist die Ice Cream. Ja, nett. Also, wir nehmen jetzt die. Und dann kann ich hier auswählen. Da kann ich hier halt Begrenzungen auswählen, die aber einen positiven Effekt haben. Und zwar kann ich dann natürlich auch bessere Items finden. AP-Cost Increase, das ist alleine ganz schlecht. The Damage Deal is half, das ist ganz schlecht. Also momentan macht es noch wenig Sinn, weil die Auswahl hier ist echt beschissen. Und
Bei so einer Mission wie Shiva zu besiegen, doppelt HP und Stärke, da kann ich mich gleich vergraben. Worauf ich eben noch verzichten könnte, wären Items und das Time Limit, aber das bringt doch nichts. Was? Achso, jetzt habe ich sie ja schon angenommen. Das ist nett. Jetzt werde ich noch die Subqueste schnell alle abgeben. So, wir haben einmal Wasser. Ja, herrlich. Gib mir mehr. Ich habe auch sehr viel neue Abilities, denke ich jetzt mal. So, Quest komplette. Sehr schön. Dann wähle ich mal gleich neue Subqueste. Und zwar die 400er Resonanz. Die schaffe ich mit Sicherheit. Wow. Die war zu teuer. Okay, ich kann ja eh momentan nichts anderes machen. Das Hardened Bones könnte ich noch auswählen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da mittlerweile habe, aber es dürfte jetzt auch nicht mehr. Ha, lange dauern. Habe ich doch genug. 16 Stück. Ah, oh, das geht ja. Siehste, dann kann ich die wenigstens noch abgeben. Hab da nochmal 1000 CP ergaunert. Ja, wunderbar. Ich kann nicht auf diese Quest, weil ich nicht flüssig bin. Ich habe doch die Quest angenommen. Ich dachte, hätte ich schon genug gezahlt. Alter. Muss ich halt gleich nochmal was verkaufen. Habe ich eigentlich neue Abilities gelernt? Nö. Habe ich nicht. Okay, learn custom abilities. Dann lassen wir uns mal überraschen. Slash Ice Water. Ist schon mal recht scheiße. Zu Slash könnte ich mich ja noch halbwegs so überreden lassen. Aber naja, schauen wir mal. Slash und Water. Water in einem Eiszauber zusätzlich finde ich gar nicht mal doof. Deswegen mache ich das. Weg damit. Weg damit. Also ich habe jetzt 4 Sachen drin. In meinem Feuerzauber habe ich nicht 4 Sachen drin. Hm. Tot. Und schon ist Poison plötzlich um einiges nützlicher geworden. So, tot, auch blind. Geil! Mach mit jedem zweiten Zauber tot. Wie Hammer ist das? Regina, geil. So. Die lasse ich erstmal von dem Feuerzauber. Bin ich jetzt nicht so begeistert. Ah, wie Hammer ist das denn? Ich habe 2 Zauber, wo tot drin ist. Wie geil. Und ich dachte, es kommt normalerweise nur, wenn man Tomberry Karma macht. Weil da macht man ja mehr Schaden oder kann die Gegner auch sofort töten. Oh, ich habe keinen Donnerzauber zusätzlich mit drin. Das ist natürlich beschissen, ne? Wie soll denn da mein Donnerzauber stärker werden? Hä, ich dachte, ich habe Barrier 3 ausgewählt. Hä? Hä? Ich habe doch Barrier... Wieso habe ich das nicht? Ich habe das doch gekauft. Leute, ihr habt es doch gesehen. Ich habe es doch gekauft. Bin ich jetzt blöd? Ich habe es zu 100% gekauft. Ich habe keinen Barrier. Ich habe keine Regen an meiner Barrier. Wieso? Ich bin zu 100% überzeugt, dass ich es gekauft habe. Außer meine Überzeugung ist nichts wert. Das werde ich jetzt einfach mal gleich ausprobieren. Naja, Leute. Das war ja der volle Erfolg. Scheiße. Immerhin haben wir Ifrit platt gemacht. Und das sogar verhältnismäßig gut und schnell. Im nächsten Part werden wir uns also um Shiva kümmern. Ich hoffe, ihr seid da genauso gespannt drauf wie ich. Shiva ist noch um einiges schwerer als Ifrit, fürchte ich, im Alleingang. Seid also gespannt, wie es das nächste Mal abgeht. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder ein Abo, würde mich beides sehr freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, wenn ich dann was verkauft habe, um auf die Quest überhaupt gehen zu können. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.